willkommen zur Vorstellung des Huawei Nova 5T. Starten wir einmal mit dem Design. Ein typisches neumodisches Smartphone, kaum Rand, sehr auffällig. Die vier Kameras auf der Rückseite sowie der extrem schicke blaue Farbton. Das Handy soll ja besonders leistungsfähig für Spiele sein. Daher starten wir jetzt den Benchmark von 3D Mark und schauen uns einmal an, welche Grafikleistung, Physikberechnungsleistung denn im Handy steckt. Nach dem ersten allgemeinen Test kommen wir jetzt zum Grafiktest 1. Und hier ist es schon beeindruckend, welche Grafikleistung in dem kleinen Smartphone steckt. Und wir sehen, dass bei dieser 3D-Berechnung werden Frames per Second von über 30 erreicht. Zu guter Letzt muss auch die Physik getestet werden. Das heißt, wie schlägt sich dieses Handy beim Berechnen von physikalischen Effekten? Nachdem der Benchmark erfolgreich durchgelaufen ist, sehen wir uns das Ergebnis an und die Scores, vor allem für Extreme OpenGL, sind hervorragend und zeigen, dass dieses Handy, obwohl im Mittelklassebereich angesiedelt, Ergebnisse erzielt, die über den meisten anderen Handys bzw. Mobile Phones liegen. Der Benchmark hat gezeigt, dass ausreichend Leistung im Telefon steckt. Wie sieht es aber mit der Bedienung aus? Grundsätzlich ist es ein Android. Wir können durch Herunterziehen der oberen Leiste kommen wir zu den grundlegenden Einstellungen, können hier Helligkeit verändern, können verschiedene Funktionalitäten direkt anwählen, unter anderem auch Augenschonen, auch Blaufilter teilweise genannt. Wir haben Funktionen, die so nicht Standard sind, wie der direkt integrierte Bildschirmrekorder, mit dem wir auch die aktuell für euch hier präsentierte Oberfläche aufgenommen haben. Durch Zusammenziehen zweier Punkte kommt man zur Auswahl der verschiedenen Bildschirme, kann weitere hinzufügen. Hier besonders interessant sind die Übergänge der einzelnen Bildschirme, die man auswählen kann und die einfach dafür sorgen, dass das Weiterblättern oder Weiterschieben dieser nicht so langweilig ist, wie man das oft kennt. Wie bei vielen Systemen bietet auch das Huawei Besonderheiten in der Bedienung, die ich hier gerne vorstellen möchte. Nicht alle, aber einige ausgewählte. Das Schöne ist, man kann den Farbmodus, die Temperatur direkt anpassen. Das danach richtet sich, wie intensiv Farben sind, wie hell, wie dunkel, wie kräftig die eben dargestellt werden. So kann man das nach seinen eigenen Vorlieben anpassen. Man kann einen Ruhezustand auswählen. Was sehr schön ist, wie lange der ist. Man kann die Schriftanzeigegröße ändern, was gerade interessant ist, wenn man das Telefon vielleicht für die Oma oder den Opa einrichtet. Ihr könnt die Auflösung des Bildschirms definieren. Das lasse ich generell auf höchster Stufe. Wir haben dennoch
die Möglichkeit, digitale Ballons einzustellen, was sehr interessant ist. Nämlich, wenn das Telefon auch von Kindern genutzt wird, kann man eben einstellen, wie lange darf es genutzt werden, wie lange dürfen Spiele gespielt werden, wie lange darf es allgemein an sein. Die intelligente Unterstützung ist ganz interessant. High-Touch, virtuell Shopping, das heißt, ihr könnt Sachen fotografieren und es wird dann automatisch angezeigt, welcher Artikel das ist und wo ihr den zum Beispiel einfach kaufen könnt. Damit könnt ihr dann auch ranzoomen, die Sachen auswählen und den Dienst müsst ihr halt aktivieren. Ihr braucht dafür Internet, ja, und dann werden die Sachen gescannt und euch vorgeschlagen. Sicherlich interessant, gerade wenn man gerne einfach spontan Sachen kaufweise eingefallen. Das digitale Headset ist ganz interessant, da könnt ihr ausrichten, ob es mehr links- oder rechtslastig ist. Smart Cover, die Einstellung dürfte jeder von euch kennen. Geplantes Ein- und Ausschalten finde ich klasse, so kann man das Telefon automatisch abends ausgehen lassen und morgens wieder an. Ebenfalls sehr interessant in diesem Zusammenhang sind die Designs, die Huawei mitbringt, die einfach ausgewählt werden können und die das gesamte Erscheinungsbild verändern. Es gibt einige zur Vorauswahl, wie ihr seht, und man muss sagen, die sind wirklich gelungen. Vom Hintergrundbild bis zur Anpassung einiger Buttons sieht das echt toll aus und sind schnell installiert, lassen sich einfach wechseln, also auch für die verschiedenen Stimmungen etwas dabei. Insgesamt muss man sagen, das Handy bietet einige Komfortfunktionen, die mir sehr gut gefallen, die ich mir auch von anderen Telefonen wünsche. Also die Bedienung ist ansonsten wie von Android gewohnt, sehr gut, intuitiv. Und wer ein Android hatte, wird auch hiermit wieder klarkommen. Zusätzlich ist ein schöner Musikdienst installiert von Huawei, der auch sehr gut funktioniert. Das Nova 5T soll sich ja vor allem auch an Gamer richten. Wir haben das hier einmal ausprobiert mit dem neuen Need for Speed. Wie man sieht, sieht es wirklich gut aus, läuft flüssig. Alle Effekte sind zu sehen, wie hier der Funkenflug, das Spiegeln auf der Heckscheibe, auf dem Lack, die Lichteffekte. Da bleibt eigentlich wenig zu wünschen übrig. Und das ist so, wie ich mir das eigentlich vorstelle. Nicht vergleichbar natürlich mit einem PC oder einer Konsole, aber für Mobile Gaming ein ganz neues Level. Zu guter Letzt möchte ich euch noch die Kameras zeigen oder die Kamera, aber es sind ja hier mehrere Linsen, die für das Ergebnis sorgen. Hier einmal bei noch vorhandenem Tageslicht eine Lichtquelle. Das sieht gut aus, vernünftig, so wie man sich das wünscht. Die Lichtquelle wird nicht übersteuert oder beeinflusst das Bild zu sehr. Man kann ganz normales Bild machen bzw. auch ein vernünftiges Video aufnehmen. Zusätzlich haben wir den Nachtmodus, welchen wir später ausprobieren werden. Porträt. Wir haben verschiedene professionellere Einstellungen, aber die sind für uns uninteressant, sondern wir wollen hier nochmal bei Nacht ausprobieren. Was wir hier in dem Bild sehen, ist ganz einfach, dass die Kamera beschlagen ist draußen. Es war jetzt nicht so gut, aber ansonsten erkennt man, dass das Bild sich sehr gut einstellen lässt auf die Nacht. Die Lichtquelle ist vernünftig zu erkennen und ich erhalte auch hier ein sehr gutes Bild. Abschließend kann man sagen, ein wirklich gutes Handy für einen fairen Preis.